Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Visage. Ja, letztes Mal hatten wir ja gesehen, dass die kleine Lucy ein paar Problemchen hatte, haben gesehen, dass da ein Bild in der Kamera, wo wir anscheinend der Dämon oder was auch immer das war, was sie besessen hat, bekämpfen können oder so. Mal schauen. Oh, hier liegt eine Glühbirne. So, sind in den Keller gerannt und haben uns deswegen die Kamera geholt. Und mir ist dann noch eingefallen, dass ich letztes Mal gar nicht mehr dran gedacht habe, wir haben ja als wichtigen Gegenstand den Kiefer bekommen. Und hier war ja so eine Art Atelierraum. Und ja, wenn ich den wiederfinden würde, Konjunktiv, nicht gut. Wow. Da mag uns jemand etwas weniger, als wir sollten. Ja. Den Atelierraum wiederfinden. Was offenbar nicht hier ist. Wo war das denn? Der war doch auch hier irgendwo im Keller, oder? Genau. Das suchte ich. Da ist nämlich doch so ein Mannequin. Vielleicht können wir da den Kiefer anbringen. Genau. Shit, shit, shit. Ich habe Angst, dass uns was töten will. Okay. Wow! Willkommen, Jumpscare. War das jetzt tot? Nee, okay, das war geplant. Zwar nicht von mir, aber vom Spiel. Puh, okay, ganz cool. Fängt ja toll an. Gut, unsere geistige Gesundheit. Uns geht's nicht besonders. Okay. Viele Wege. Dam, dam, dam. Hallo. Auf der anderen Seite verschlossen. So, lasst uns hoffen, dass wir nicht in den Geist reinrennen. Oder Dämon oder was auch immer. Eine Kerze. Aber man kann sie nicht anzünden. Wow. Warum zeigst du mir deine Genitalien? Okay. Irgendwie hat das Spiel mich jetzt rumteleportiert. Ah, okay. Ich bin anscheinend wieder zurück. Moment. Ist die Tür jetzt offen dadurch? Nee. Nach wie vor verschlossen. Puh, ja. Gruselig geht's weiter. Passiert jetzt nochmal? Oh, die Kerze, sie leuchtet. Boah. Also so toll das Spiel vom Gruselfaktor ist, aber die Steuerung... Ah, ist mit dem Controller zumindest echt unangenehm. Keine Ahnung, wie sie mit dem PC an sich wäre, sprich mit Maustastatur. Okay, hier klemmt es auch. Toll. Das Feuerzeug funktioniert hier nicht. Also wir dürfen hier nur mit der Kamera. Oh, das ist nicht toll. Okay, hier ist nichts. Ah. Ein durch die Dunkelheit rennen lassen ist einfach nicht cool. Gut, okay. Wir müssen irgendwo weiter. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir jetzt nicht diesem bösen Wesen die Arme rennen. Hm. Achso, ja. Das ist ja auch blockiert. Gut. Ausschlussverfahren. Es geht hoch. Kleine.
Das war doch Lucy, das war nicht der andere Geist, oder? Der ist größer. Ey, absolute Dunkelheit. Ein Ohr. Ein dunkler Gang. Ist nebenbei total toll, wenn die Nachbarn in dem Moment haufenweise Krach machen, während man ein Horrorspiel spielt. Hat das immer einen geilen Effekt. Aber das... Boom. Das ist aber ein Chaos hier. Oh, unser Mannequin ist wieder da, wenn es überhaupt derselbe ist. Und Frau Maria mit dem Radio. Ist hier jemand? Hi. Oh, wir nähern uns den knochenen Geist. Es klingt nach einer blöden Idee, hier lang zu laufen. Oh, das ist hinter mir. Er kommt, irgendwo kommt er. Von wo? Ja, ist wieder Frieden? Oh. Oh ja. Für Leute, die auf Grusel stehen, danke. Kann das Spiel empfehlen. Klappt sehr gut. Okay. Eine Rumpelkammer. Brauchen bestimmt irgendwo wieder einen Schlüssel. Irgendwie scheiße, wenn man vor was wegrennt, was unsichtbar ist. Oh ja. Okay. Nicht gut. Oh nein. Spielen wieder Haschen im Dunkeln. Boah, so viele Schränke. Ich kann ja nicht alle einzeln durchsuchen. Was ist das? Ich bin irgendwo runtergefallen, da ist ein Schatten. Buh. Au. Au. Okay. Das ist nur abstrakt. Trotzdem der Schatten, wie geil. Muss irgendwas bedeuten. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, das wäre irgendwie der Geist, aber warum sollte ein Schatten werden? Das ergibt ja auch wenig Sinn, ne? Ah, da haben wieder Augen. Oh, 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 oh. Und immer noch ein Schatten. Ach, was soll schon passieren? Oh. Okay. Nee, ich korrigiere mich. Nicht okay. Gruselig. Augen. Moment, das Auge sieht ja komisch aus. Deswegen, das ist gar kein Auge, das ist ein Loch. Was mache ich jetzt? Wow. Das ist krank, mutig. Balken. Balken? Ah! Vielleicht hat das die Tür, die verklemmt war. Vielleicht war das, was die verklemmt hat. Jetzt, wo war die Tür? Die war irgendwo relativ am Anfang, ne? So, theoretisch muss man also irgendwo ein Stückchen runter, wenn wir wieder dahin wollen. Oh Mann. Oh.
Okay. Irgendwie sieht das sogar schön aus. Habe letztens eine ganz kleine Doku gesehen, dass es jetzt auch tatsächlich Wände gibt, die man begrünen kann. Muss ich leider das Wort anhängen. Ja. Hallo? Dunkelheit? Okay, da ist auch nichts zu sehen für mich. Ich gehe noch ein Stück zurück. Nee. Oh, dunkel. Shit. Oh, hau ab, hau ab, hau ab. Mann, mach das doch nicht dauernd. Oh, guck mal. Ich kann ihn nicht lagern. Okay, sehe ich ein. Kann ich ihn nicht mal wenigstens wegnehmen? Kann ich mein Feuerzeug mal links lagern? Ah. So, das sah für mich jetzt aus wie eine Abstellkammer. Ach so. Ja, jetzt ist wieder die blöde Steuerung. So. Ja gut, das Feuerzeug können wir ja eh nicht nutzen. Okay, das ist die Tür, die vor uns geklemmt hat. Wir sind quasi im Kreis gelaufen. Was auch nur bedingt schlecht ist. Weil ich wollte ja sowieso diese eine Tür finden, die vorhin geklemmt hat. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo die war. Das ist die hier gewesen, oder? Da war jemand. Oder etwas. Leute, so ganz viele enge kleine Räume türmt mich nicht voll an. Boah. Hoch, runter. Ich muss ehrlich sein, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich bin. Hängt sich solche Fotos auf? Ja. Hallo. Aha, Tür 1, 2 oder 3. Verschlossen. Rostiger Schlüssel nötig. Was ist das? Okay, da ist ein Loch im Boden. Das heißt für mich, dass wir da nicht weiter können. Oh, wieder runter. Falls wir irgendwie aus Angst dann am Ende zurückrennen müssen, ich garantiere euch, ich finde den Weg nicht mehr. Keine Angst. Greifen zu. Da, guckt mal. Schnell, 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 schnell. Puh. Ich glaube, wir haben gerade ganz kurz unseren Tod verhindert. Aber wir haben jetzt einen rostigen Schlüssel. Ah, okay. Und hier ist dann E zu. Kombinieren wir logisch. Wir haben eine Tür, die einen rostigen Schlüssel braucht. Und wir haben einen rostigen Schlüssel. Wir haben eine massive Dunkelheit hier. Rosa, ist er das? Nein, ist er das? Das ist er. Immer rennen. Augen. Ah! Alles klar. Hoffe ich. Kann ich hier das irgendwie benutzen? Ja. Auto speichern. Auto speichern bedeutet immer so viel wie. Haha, du stirbst gleich.
Das sieht viel zu nett aus. Okay. Nein. Nein. Scheiße, Leute. Muss ich das verstehen? Oder reicht das einfach, wenn ich davor Angst habe? Okay. Okay, hier ist irgendwie eine Tür. Ein Weg ist zu, voller Stühle. Ich erkenne immer nicht, wie auf was ich hier fallen. Oha! Ja, ich geb's ja zu, du hast mich reingelegt, da ist eine Wand. Wie viele Geister haben wir jetzt hier eigentlich? Das sind drei verschiedene mindestens gewesen, oder? Wir können jetzt natürlich nur dazu zitieren, sind das Geister, Dämonen, eine Mischung. Okay. Boah, Leute. Dunkel, dunkel, dunkel. Ich kann gar nicht zählen, wie viel Gänsehaut ich habe. Wollen wir gedankenlos runterspringen? Ja, natürlich wollen wir das. Gedankenlos runterspringen ist immer toll. Okay. Ja. Hier sind wieder Familienfotos. Oh, was ist denn das? Okay. Komm ich hier irgendwie hoch? Also auf jeden Fall eine Tür. Musst du irgendwie hochkommen. Das sieht vor allem doch aus wie eine Treppe. Lass mich hoch, lass mich hoch. Das kann doch nicht sein. Das sieht doch so gebaut aus wie... als wenn man da drüber gehen sollte. Das kann nicht sein, dass ich hier nicht hoch kann. Kann man hier irgendwie springen? Ich habe es bisher noch nie gebraucht, ne? Ah! Interagieren. Okay, okay, okay. Kann ich hier wieder interagieren? Ja. Das ist ja fast Parkour hier. Okay, sieht erstmal lieb aus, aber ich kann tatsächlich hier nicht hochklettern. Okay. Muss ich hier echt hier rumgehen? Boah. Echt? Okay. Man muss wirklich ganz, ganz penibel da lang gehen. Kamera. Upsa. Shit, shit, shit. Wow, guckt euch mal die Kratzspuren an. Hier ist definitiv jemand sauer und wir haben das Glück, dass wir wieder wahnsinnig werden. Das ist ja okay, die Kratzspuren führen hoch. Oh, muss ich jetzt echt die Treppe hier irgendwie hochkommen in dieser kompletten Dunkelheit? Das ist ein echtes Problem. Liebe Entwickler, ihr müsst das anders lösen. Ich krieg das nicht hin, hier irgendwie so zu laufen. Jetzt, okay. Können wir unser Feuerzeug jetzt wieder verwenden? Bitte, 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 bitte. Aha, ich sehe es nicht mal mehr. Ich habe es also außersehen wahrscheinlich wieder mal fallen lassen. Okay, es ging ja die ganze Zeit auch jetzt mit der Kamera. Also kriegen wir das wieder hin. Ich vermute mal, wir müssen zu Lucy.
Ich habe Angst. Ja, die Kratzsprung führen hoch. Oh, die Tür war, habe ich offen gelassen. Shit, shit, shit. Shit, shit, shit. Wo? Wo? Okay. Oh, toll, wir sind eingesperrt. Wir nehmen ein Feuerzeug. Wie, dies ist das jetzt nutzlos? Ein Feuerzeug ist nie nutzlos. Das ist ein Scherz. Hey, ich habe noch ein freies Inventar. Okay, ich darf es anscheinend echt nicht aufheben. Hallo? Okay. Gut, dann gucken wir mal, wie irgendwas finden, was uns weiterhilft. Vielleicht ist was dazugekommen, seitdem wir das letzte Mal hier waren. Kuckuck. Sieht alles normal aus, finde ich. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, was alles drin war. Aber die werden uns ja nicht nach irgendeinem total passenden Gegenstand suchen lassen. Hey! Hey, 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 hey! Shit. So. Das Wasser läuft. Hi! Möchte man uns hier gerade was sagen damit? Okay, wir bleiben gespannt. Ich muss dann kurz meinen Körper ein bisschen schütteln, wenn mir die Gänsehaut weggeht. So ist besser. Jetzt muss ich mal kurz beobachten, läuft die voll oder ist das nur Animation? Schwer einzuschätzen. Ich glaube, sie läuft voll. Okay. Hi. Oh, das ist auf jeden Fall mehr geworden. Vor uns war es noch nicht bis zu diesem... Was ist das? Regler? Was auch immer das ist. Ich weiß nicht, ob ich den Vorhang vielleicht zumachen sollte. Hm. Spiegelt sich da was? Okay, es ist dunkel. Kerzen? Nee, ich wollte nicht die Kerzen. Ich wollte nicht, schade. Aber bestimmt taucht da gleich irgendjemand auf. Das Wasser hat aufgehört. Interagieren. Klar! Was machen wir jetzt? Echt? Wenn ich von den Geistern verfolgt werde, steige ich in die volle Badewanne? Gut. Abgesehen davon, dass man nicht weiterkommt, wird man das vielleicht früher oder später tun, aber ganz vernünftig klingt es mir nicht. Ja. Was passiert? Was passiert? Oh, hallo, ich vermute Lucy. Lucy, du machst keine gesunden Geräusche.
Okay, ich würde mal sagen, das war kein Tod. Hi Lucy. Und hallo Fernseher, aus dem der Dämon irgendwie kam anscheinend. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie die Geschichte verlaufen ist, muss ich gestehen. Okay. Wir haben nichts im Inventar. Aber Lucy scheint hier nicht böse zu sein. Supper's ready. Come on up. Okay, die Mama ruft Lucy. Ah, Lucy? Wir kriegen anscheinend einen Einblick in ihre Vergangenheit. Das, was ihr zugestoßen ist. Wartet mal, bevor wir weitergehen, lasst uns selbst erstmal rekapitulieren. Was hatten wir bisher gesehen und was wir hatten gesehen? Sie hat Fernsehen geschaut und dann hat sie ihren Freund gefunden. Das war wohl anscheinend der Dämon. Der hat sie dann besessen. Das muss ich überlegen. Ja, das nächste, was wir eigentlich wissen, ist das, passt jetzt zu dem Käfig, sie den Vogel gefressen hat. Wahrscheinlich, weil der Dämon sie kontrolliert hat. Dann haben wir noch gesehen ein Bild von der Spritze, worüber sie unglücklich war. Ja, ich glaube, das ist jetzt eigentlich alles, was ich bisher so erfahren habe. Aber wir müssen uns auch die Frage stellen, wer sind wir überhaupt? Wir haben ein Video gesehen, dass wir höchstwahrscheinlich der Vater sind, der seine Familie erschossen hat und sich dann selbst. Wenn wir uns auch selbst erschossen haben, wem spielen wir dann? Sind wir also entweder Variante A selbst ein Geist und eine Art, keine Ahnung, traurige Nachwelt, Zwischenstadium, irgend sowas? Oder Variante B, wir leben noch, haben uns vielleicht nicht getroffen? Oder Variante C, wir sind irgendjemand ganz anders? Mal sehen, ob das jetzt rauskommt. Glaube ich aber noch nicht. Why would she do that? She loved Vigo. Ah, hier in Deutsch. I don't know. She's never done anything like it. Oh, die Stimme ist leise. I think we should see a professional. Oh, ist aber ganz schön leise, die Stimmen hier. Ja, was hat sie getan? Der Käfig ist leer, Pico. Sie hat also wirklich anscheinend Pico gegessen, was wir in der einen Kammer gesehen haben. Den Vogel. Oh, schön, dass ich jetzt nicht permanent unter Angst stehe. You heard the diagnostic. She could be in danger. We don't have much of a choice. I know all that. But who the hell prescribes syringes for a child? Couldn't they just give us pills like everyone else? How can a child trust a parent that thrusts needles up their arms? This new doctor clearly doesn't know anything about parenting. Ich mach mal hier den Ton lauter für euch. Im Originalspiel muss ich jetzt gleich dazu sagen, ist es sau leise. Ich werde das mal selbst in Audiobearbeitung ein bisschen hochsetzen. Deswegen nicht wundern, wenn der Ton dann mal ein bisschen springt, ja? I don't want their help anymore. She's only been worsening ever since we went to these doctors. Imaginary friends and all these weird behaviors. She doesn't even call me mom anymore. They're just trying to help. It's not their fault. Even before we sought their help, she had problems. She killed Pico for fuck's sake. Don't you remember? Ach ja, Lucy. Was hast du nur getan? Naja, du kannst nichts dafür. Du hast sie wahrscheinlich besessen. Okay, deswegen hat dieses Bild mit der Spritze. Sie hat Angst vor den Spritzen gehabt. Und es ging ihr dadurch nicht besser. Gut, klar. Wenn sie von Geist besessen ist, ist bekanntlich, gibt es da keine Medizin. Die konnte ihr nicht helfen. Aber was habt ihr getan? Blutige Badewanne. Habt ihr sie deswegen getötet? Hat sie euch getötet? Immerhin hat sie es auch Pico angetan? Oder hat der Dämon sie getötet? Auch eine Variante. Aber warum? Ich habe auch schon mal im Internet geschaut gehabt. Es gibt keine befriedigende Antwort bis dahin. Ich habe viele Theorien gelesen, aber die meisten, muss ich gestehen, gefallen mir nicht.
eindeutig eine männliche Stimme spricht wieder dafür, dass wir der Vater oder zumindest ein männlicher Protagonist hier sind. Was ist passiert? What are you doing in there? Unlock the door, please. Lucy, are you okay? Open the door now! Lucy! What's going on? If you lock yourself in there, she won't open! Lucy, open that door now. Fucking do something! Lucy, open that goddamn door now! Lucy! Move! Okay. Da sind wir wieder beim Thema 18er Altersbeschränkung. Schade, dass man hier die Untertitel gar nicht lesen konnte, aber quasi haben die Eltern nur gerufen, Lucy macht die Tür auf. Sie hat sich also eingesperrt, oder der Dämon, wie auch immer, und hat sich jetzt quasi, oder der Dämon hat sie umgebracht. Das waren gar nicht die Eltern. Und der hat ihr einen Kiefer abgerissen. Warum? Die bedächtige Musik passt toll. Was ist nur... Ich verstehe es noch nicht so ganz. Die Eltern wollten ihr helfen mit den Spritzen und so weiter. Gut, alles klar. Haben erst nicht ganz vertraut. Okay, auch alles klar, hat nichts gebracht. Dann hat der Dämon sie hier eingesperrt und hat sie offenbar umgebracht, indem er ihren Kiefer abgerissen hat. Warum? Also ergibt keinen großen Sinn, das Ende. Für mich zumindest. Nehmen wir erstmal unser Feuerzeug. Gibt jetzt ja noch ein paar Sachen zu spielen. Ist immer noch nutzlos? Ich bin immer noch eingesperrt. Oh. Da ist der Kiefer. Stimmt ja, das ist ja dieser Spiegel. Ja, schauriges Ende. Das hat dir überaus gut ausgedrückt. Darf ich? Ah, auch wenn du ein Kapitel abgeschlossen hast, ist das Spiel noch lange nicht vorbei. Schau dich noch einmal im Haus um, dort wirst du weitere wichtige Gegenstände finden, die dir neue Wege und Möglichkeiten eröffnen. Im Fortschrittsraum kannst du einen Fortschritt einsehen. Dort kannst du auch ein neues Kapitel beginnen. Okay. Darf ich es jetzt nehmen? Nein. Darf ich jetzt raus? Ja. Warum aber darf ich das Feuerzeug nicht nehmen? Ich will das Feuerzeug. Lass mich selbst entscheiden, ob es nutzlos ist. Ich weiß leider nicht mehr, wo der Fortschrittsraum ist. Aber schön, schön, wir haben wieder Licht. Okay, da das Ende vom Kapitel ist. Ehe wir jetzt ein neues starten, denke ich, ist das ein guter Moment, hier einen Break zu setzen. Und wir haben es mal geschafft. Ohne zu sterben, yay. Gut. Das war wirklich ein verstörendes Ende. Jetzt noch ein erstes Kapitel, kleines Review mal vor zu mir. Gruseltechnisch genial, nicht allzu viele Jumpscares. Also wirklich hält sich in Grenzen, sehr subtiler Horror. Manchmal finde ich es ein bisschen heftig, wie schnell man dann eigentlich stirbt. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, weil ich nur einen Kill bisher in den aktuellen Aufnahmen hatte, aber als ich ab und an durchgerannt bin, ohne weiterzukommen, bin ich mehrfach gestorben, weil ich falsch gelaufen bin. Also wenn man weiß, wo man muss, geht's. Man muss allerdings sehr auf die Umgebung achten. Also so diese Kratzer an der Wand haben jetzt sehr geholfen, aber ich muss das jetzt auch erstmal lernen. Steuerungstechnisch sollte echt noch ein bisschen was getan werden. Das spielt sich aktuell echt unangenehm mit dem Controller. Man kommt vorwärts, man weiß, was man zu tun hat, aber vor allem diese Menüsteuerung, das muss irgendwie schneller gehen. Ich meine, ich habe hier ein Steuerkreuz, es sieht ja auch so aus, ich könnte es damit perfekt belegen eigentlich, dass ich auch schnell einen Zugriff habe. Und wie die Tabletten so ganz funktionieren, hat sich mir auch noch nicht erschlossen, muss ich gestehen. Aber auf jeden Fall ein super Spiel. Wird auf jeden Fall sagen, wer Horror mag, dem lohnt sich das zu kaufen. Wer Action mag, das wohl eher weniger. Aber so subtile Horror-Schrägstrich, naja, Abenteuer ist auch schon krass, aber so wirklich subtiler Horror, genial.
Okay, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Mal sehen, was dann als nächstes Kapitel kommt. Es soll auf jeden Fall noch ein zweites geben, habe ich gelesen aktuell. Trotz noch Early Access, glaube ich. Und bis dahin sage ich Tschüss.